Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der SGS Essen gegen Bayer Leverkusen. Zu meiner Rechten begrüße ich Leverkusens Trainer Robert De Pauw und zu meiner Linken unseren Coach Markus Hübner. Das Spiel im Stadion an der Hafenstraße endete 0:0. Torschütze? Keine. Insgesamt sahen 1127 Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel. Normalerweise machen wir an dieser Stelle einen Hinweis auf die Ergebnisse der anderen Spiele. Heute war kein Nachholspiel. Morgen spielt glaube ich noch Duisburg gegen Frankfurt. Ne? Ja, Duisburg gegen Frankfurt. Wir können also gleich zu den Statements der beiden Trainer kommen. Robert, du als Gast hast das Vorrecht. Dankeschön für die Einladung. Ja, ich fand es, ich wollte gerne sagen zu den Zuschauern, es war kein gutes Spiel. Ich bin froh, dass jeder gekommen ist, um unser Spiel zu sehen. Vielleicht war es besser dan Wasserballett, was wir 2 Wochen zurück gehad haben, man is durchgegeben war. Aber ich glaube, dass wir auch noch ein bisschen Glück gehad haben. We hebben miteinander gesprochen. Kein Abseits, habe ich gehört. An der anderen Seite, wir haben auch Chance gehad om een Tor zu schießen, konnte beide Seiten abgehen. Aber war nicht unser besseres Spiel und wir waren nicht dynamisch und variabel genug. Was wir im ersten Spiel gegen Essen gehabt haben, war gar nicht da heute. Das ist vielleicht auch zu tun mit das Essen, wie sie sich aufgestellt haben. So Kompliment für Essen davor. Ja, ich denke 0-0, in Holland sagen wir Brillstand. Dann ist Ende und ja, ein Punkt nehmen wir mit und dann gehen wir wieder weiter. Ich wollte nicht so lange bei diesem Spiel stillstehen. Aber danke, dass alle gekommen sind. Danke, Robert. Ich muss noch mal kurz nachfragen. Wie heißt 0:0 auf Holländisch? Brillstand. Brillstand. Du hast halbe Holländer jetzt auch gewusst, ne? Okay, jetzt geht's los. Unser Trainer Markus Hübner. Ja, man kann tatsächlich gar nicht so viel zu dem Spiel sagen. Ich finde, gerade in der ersten Halbzeit haben sich die beiden Mannschaften neutralisiert. Keine klaren Torchancen in dem Spiel. Aber insgesamt mache ich meiner Mannschaft ja trotzdem ein Kompliment, weil wir bis zum Schluss gefaltet haben und ich denke, dass wir dann noch in der zweiten Halbzeit auch die optisch überlegene Mannschaft waren. Allerdings hat uns dann so in dem letzten Drittel, beziehungsweise dann auch in der Box das Selbstvertrauen gefehlt. 2, 3 Situationen, wo wir dann nochmal gespielt haben, beziehungsweise wo wir dann auch nicht konsequent im Abschluss waren. Also wir hätten durchaus dann, glaube ich, nach hinten raus das Spiel gewinnen können. Aber wenn mir einer vor dem Spiel gesagt hätte, ihr holt hier heute einen Punkt, dann hätte ich das unterschrieben. So haben wir den Bonuspunkt von diesem ausgefallenen Spieltag. Und entscheidend für mich ist vor allen Dingen auch, dass wir jetzt gegen Potsdam im Rhythmus sind und dass wir heute auch 0:0 gespielt haben. Die Platzverhältnisse haben natürlich auch kein gutes Spiel zugelassen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber die Mädels haben wirklich super gekämpft und von daher Kompliment. Und wir sind wieder ein kleines Stück näher zu der anvisierten Zahl, dass wir gesagt haben, mindestens 20 Punkte, die werden wir aber auch erreichen. Dann ja, vielen Dank auch nochmal ans Publikum, dass auch heute wieder trotz nur 1100 Zuschauern eine sehr gute Atmosphäre geherrscht hat, die Mannschaft auch wirklich nach vorne gepusht haben. Und ich glaube trotzdem, wenn man das Hinspiel betrachtet, ist die Mannschaft auf einem guten Weg. Und wie gesagt, Kompliment und ich wünsche Ihnen alle ein gutes Wochenende. Danke. Herzlichen Dank den beiden Trainern, auch Ihnen und euch für eure Aufmerksamkeit. Noch 2 Hinweise. Das nächste Spiel der SGS findet am kommenden Sonntag, das ist der 23. April, bei Turbine Potsdam statt. Anstoß im Karl-Liebknecht-Stadion ist um 13 Uhr. Das nächste Heimspiel ist dann am 6. Mai. Dann kommt Bayern München ins Stadion an der Hafenstraße. Anstoß ist dann um 13 Uhr. Kommen Sie alle gut nach Hause, dir Robert und deiner Mannschaft. Ist ja nicht ganz so weit. Kurz über die A3 nach Leverkusen. Eine gute Rückreise. Und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie weiterhin gesund.
Schönen Abend noch. Die sind zurück. Die hat beide Titel. Die wollen den Titel. Die hat noch viel vor. Und die sind neu dabei. Die will es allen zeigen. Die muss man auf dem Zettel haben. Und die will endlich anpfeifen. Die Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga.